Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Nightingale. Endlich released. Wir sind drin, Tutorial vorbei. Erster Part war Tutorial, jetzt geht's weiter. Der komische Elch, da steht wieder vor uns. Und wir sind im Discord mit Terror und Tom. Hallo. Servus. So, ich spiele selbst auch. Wir werden jetzt hier mal weitermachen einfach. Und ich werde da halt ein bisschen vorlesen, was das Wichtige ist dann und so. Wir schauen jetzt mal einfach, was passiert. Wir sollen mit dem Typen reden, also starten wir mal. Los. Rudolf, mach was. Ah, we made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. Ah, wir haben es geschafft. Nachdem du die Nebenwege hinter dir gelassen hast, liegt der Beginn nun hinter dir. Diesmal heiße ich dich wahrhaftig in den Feywilds willkommen. This realm has long been forgotten by the Fey. Left in limbo. Not unlike you. How fitting. And thus, here is your... Wieder Netzwerkfehler gewesen. Oh mein Gott. Es liegt an dir, hier Wurzeln zu schlagen. In short time, darkness will descend. And with it, Stygian perils. If not, laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. Doch seid achtsam, schon bald wird sich die Dunkelheit senken und mit ihr düsteres Unheil. Lege einen Grundstein, um deine Kühnheit zu wahren. Was mich interessiert. Warte mal, der rennt noch immer weiter. There are nooks in these surrounding wilds. I must scrub for the knowledge I pledged. Während du dich als Schreiner betätigst, musst du bestimmte Winkel aufsuchen, das Wissen zu erlangen, wie es gesagt wurde. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. War wahrscheinlich nicht sehr wichtig. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir schwimmen können. Das würde mich mal interessieren. War es das schön? Mit Hut kannst du mit F4 ausschalten. Danke, sehr hilfreich für Screenshots. Mich würde auch interessieren, ob Nvidia Ansel funktioniert. Das müsste ich mal schauen. Da kann man ja dann. Na, es wird nicht gehen. Ich sehe gerade, wie man Third Person macht. Warte mal. Also, so abtauchen kann ich irgendwie. Lasst du mich gerade nicht. Ah, ich sterbe, weil ich keine Ausdauer habe. Sehr schön. Das hasse ich, sowas. Das ist das Valheim-System. Das ist so nervend. Wenn du bist 5 Meter da drin und stirbst binnen 10 Sekunden, wenn du dich gleich wieder rausgehst. Das ist wirklich blöd, das System mag gar nicht. Aber ist okay, ich gehe nicht schwimmen, was soll's. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wir setzen uns hier ein Stück Land für Anwesen, Steinhaufen bauen. Jetzt muss ich mal schauen, was da... Ist da irgendwas Böses hin, wir alle wegrennen? Wenn du jetzt P drückst, kann man dir joinen. Wenn du nicht eine Einladung und Tom dann eine Einladung schickst. Und wie geht das? Was will man? Spieler finden, einfach Terror Tonax eingeben. Ich wollte nur gerade schauen, warte. So. Und wie lange hält die Einladung jetzt dann? Ich drücke jetzt mal nicht. Nein, wenn du jetzt beitrittst, kannst du dann weiterspielen, wenn ich jetzt nicht da bin, oder muss man dazu irgendwie eine Fixkarte verteilen? Ja, ich kann bei dir weiterspielen dann auf dem Ruin. Aber ich dachte ja, ich mache mir dann einen zweiten Charakter. Ja, mir geht's ums Verstehen. Mir geht's nur ums Verstehen kurz jetzt mal. Wenn ich dich da jetzt wieder raushau. Ja. Kannst du dann auch weiterspielen? Dann lande ich bei mir auf dem Map, wo ich jetzt bin. Sicher? Wenn du aber deine Basisstein da bei mir setzt, dann nicht. Dann bleibst du immer hier, weil du ja praktisch deine Basis der einzige Ort ist, wo du hinporten kannst, ne? Ich glaube, dann lande ich so bei mir jetzt. Wie gesagt, dann lande ich bei mir jetzt. Dann lande ich zurück in meine Welt.
Ja, jetzt. Aber später gibt es ja dann irgendwann nochmal einen für die Base. Du kannst dir dann eine Base bauen. Und hast praktisch gesehen, einmal so einen Base-Stein zu setzen, das ist dann praktisch deine Base. Und zu der wirst du auch portet, wenn du stirbst oder so. Genau. Ja, genau. Und wenn du die Base jetzt zu mir mitnimmst und dann bei mir hierher baust, dann kann ich dich auch aus der Gruppe werfen. Du kannst trotzdem hierher, weil deine Base da steht, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nämlich schon, dass das so ist. Steinhaufen abbauen. Ist das ein Steinhaufen? Ja. Bin ich jetzt bei dir in der Gruppe? Oder? Ah, warte, ich schau nochmal nach. Ja, hier bist, ja? Mal sehen, tust du dich nicht auf deinem Map. Und wo ich denn dann zu dir komme? Wir sind ja noch nicht hier. Warte mal. Ich glaube, ich muss dich in die Welt einladen. Kann das sein? Dass wir ja hier in Gruppe sind, wenn wir zum Beispiel in einen Dungeon gehen dann später, dass das eine Gruppe ist. Genau. Für, und dann gehen wir in Dungeon, aber sonst müsste ich dich in die Welt einladen jetzt. Ja. Mach einmal. Ach nicht. Alles klar. Ich verhungere schon wieder. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich die Life immer verliere, wenn ich eigentlich noch ein bisschen Essen da unten habe. Aber du musst auch ausgeruht sein. Hast du das mitgekriegt, dass das ein Buff-Food ist? Dass das quasi so läuft wie bei Valheim? Ja. Ja, dass dein Leben geht nie unter 2. Egal wie viel. Also, wenn dein Essen komplett. Also, so kommt es mir vor. Der Wicked läuft immer ohne Hunger rum und dann geht er auf 2 runter und das war's. Na, ich habe nur nicht verstanden, warum das überhaupt so weit runter geht, wenn der grüne Balken noch 1 Zentimeter da ist. Da ist ja eigentlich noch Essen drin. Ja. Oben hast du diesen Buff. Ja, aber dann das heißt das dann so viel wie seine Grundleben sind einfach 2, wenn ich keinen Buff-Food habe? Der hat nur 2 Grundleben oder wie? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist ein bisschen wenig, oder? Meinst du nicht? Da steht der Terror. Wie viel Leben hast denn du, mein Freund? Haha, da müsste aber 1 unten stehen. Ja, direkt 1 auf die Rübe geben hier. Die Einladungskeule. der erste Test, da mal was passiert. So, jetzt muss ich mal auf jeden Fall, weil so habe ich das, ich glaube das noch immer, dass das anders trennt, nämlich, weil du kannst hierher, haben sie gesagt, und hier deine Base aufbauen, dann wird das dein Heimatrealm und dann ist der auch dein Heimatrealm und Ende aus. Weil da, aber wenn du nur hier jetzt herkommst zu mir und bei mir mitbaust und deine Heimatbase hier nicht platzierst, dann hast du ein woanders deine Heimatbase. Ja. Und bist nur helfen hier eigentlich. So habe ich das verstanden. Jetzt frisst du alles auf, weil ich. Und ich glaube, das würde auch Sinn machen, ne? Weil dann kannst du herkommen, mir helfen, auch beim Bauen helfen und alles machen, ja? Mhm. Aber hast trotzdem auf einem anderen Realm praktisch dein Zuhause. So, ich will nur mein scheiß Lagerfeuer bauen und die drei Viecher grillen und es kommt immer wieder ein neues Viech, bevor ich mein altes erstes Viech grillen kann. Ich glaube, der mag dich nicht. Was darf ich machen? Mach mal was zum Essen hier. Ich komme mal zu dir daher, Terror. Ja. Ihr wartet aber auf mich, gell? Ich stelle mal nur ein Lagerfeuer auf. Damit wir mal was zum Essen haben. Wie kann ich jetzt? Aber was ich gleich vorweg sagen will einmal, ja, stellt eure Hauptbase nicht hierher gleich jetzt, ja. Außer er.
Außer der Terror, weil der einen zweiten Char anfängt. Ja, das mache ich auch. Was glaubst denn du, Nasenbär? Einen zweiten Char, oder was? Ja, sicher. Ich bin übermorgen mit dem Spiel durch. Er lernt das nicht aus Fehlern nicht. Irgendwie. Lass ihn. Er hat sich letztens beschwert, dass er die Spiele so durchrusht und das sollte er nicht immer machen, weil er ist immer so schnell fertig. Jetzt rusht er wieder durch. Ja, das ist die Sucht. Ich glaube aber schon, Nightingale wird länger dauern als Enshrouded. Ja, ich aber. Ich glaube, dass du die Quests relativ schnell durch hast, alle. Ich habe mir Skull & Bones vorgestern gebaut. Jetzt habe ich mein Schiff auf Level 11. Hab mein Imperium komplett ausgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in Skull & Bones machen soll. Also gar nichts, weil es nichts bietet, leider. Ich habe in das Spiel viel Hoffnung gesetzt, aber es fliegt gerade. Hey, ich sag's dir ehrlich, ich find's gar nicht so schlecht, wie es die alle runterreden. Nein, es ist auch nicht. Ich hab's auch gespielt und ich find auch, dass es nicht so schlecht ist. Es ist eine 60 Euro nicht wert, aber nie. Es ist definitiv nicht so schlecht, wie alle sagen. Ich habe die Demo gespielt, auch die Beta damals gespielt. Es hat sich nicht so schlecht gespielt, schon gar nicht vom Gameplay her war es gar nicht schlecht. Aber es ist einfach... Das ist keine 60 Euro wert, nicht mal an Land rumrennen zu können, außer in der Stadt da. Mit dir am Feierabend oder so mal so eine gemütliche Runde Schiffe versenken spielen, macht sicher Spaß. Das glaube ich. Für sowas ich sehe, aber ich bin enttäuscht. Ich habe mir da einen Piratenabenteuer erwartet, wo man auch an Land rumrennen kann, eine Menge. Dann wäre das super. Das Schiffkonzept jetzt noch mit Landgängen und Gruppengameplay, damit es mir mal so Atlas-mäßig. Du könntest aus dem Spiel ein geiles Atlas machen. Mein Tipp, dass du wartest auf einen Sale und dann holst du es dir. Weil 30 Euro oder so ist es wert. Glaube ich, werde ich aber auch nicht machen, nee. Ist mir zu viel dafür, dass ich es dann nicht spiele. Ich weiß ja, dass ich es dann nicht spielen werde. Das ist ja mein Problem. Ich weiß ja schon, dass ich es dann nicht spiele, weil man das einfach... Es hat ein paar coole GTA Online-Vibes. Die mag ich ganz gerne in so Spielen. Ja, ich wie gesagt, mir hat das Gameplay auch gefallen. Ich habe überhaupt nichts gegen das Gameplay gehabt, aber... Es ist halt zu wenig, finde ich einfach. Ja, es ist wirklich wenig. Ja, es ist immer das Gleiche. Aber das darf man ja, das, sowas kann man halt nur vorhalten, wenn man nicht drauf steht, ja? Man könnte jetzt genauso sagen, haha, immer das Gleiche. In Diablo machst du auch immer das Gleiche. Du greifst immer wieder in den gleichen Dungeon rein, nur dass du Loot kriegst, also. Der springt, drück mal W und drück mal rechte Maustaste. Also lauf nach vorne und drück rechte Maustaste. Blockt er. Bei mir springt er. Hast du eine andere Waffe in der Hand? Das Messer und das Fleisch. Warte mal. Achso, das Gewicht. Mein Inventar ist auch zu schwer. Wie mache ich denn das Healing Self? Was geschmarre da? Das steht irgendwo beim Überleben, bei den Grundlagen. Bei Herstellen da oben, oder? Herstellen und Kochen. Und unter Kochen ist das. Ja, ich bin müde. Wir müssen hier wirklich mal. Stellen wir nur kurz so eine professorische Hütte hin, dass wir nicht im Regen stehen. Ja. Kriechen daher. Hier, Holzhütte, warte mal, so. Stellen wir es hier gleich drüber, so, über unser Kochteil. Machen wir es so. So, jetzt muss ich das nochmal anschauen. Wenn ich jetzt E drücke, fügt automatisch Ressourcen aus meinem Inventar hinzu, ne? Ja, genau. Und warum steht er jetzt und macht gar nichts? Rennt jetzt irgendwo ein Timer, den ich nicht sehe, oder? Ja, das ist verzögert. Also entweder ist das wahrscheinlich der Server, der überlastet ist und das dauert, bis das registriert ist. Oder es ist ein interner Timer. So kommt mir das vor, weil es ist auf jeden Fall immer verzögert, wenn du was baust. Ich hätte auch nichts, wenn das ein Timer hätte. Dann ist so ein Timer da, wäre nicht so schlimm. Aber. Nö, aber man muss es halt nur wissen. Ja, ja, sie können, das wollte ich gerade sagen, sie könnten ihn ja wohin schreiben. Ja. Wenn's denn da ist. Gegenstand repariert, was muss ich noch alles machen? Ich will jetzt raus aus dem scheiß Tutorial. Aber kannst du auch pendeln? Theoretisch kann der Terror alles verwenden, was ich verwende. First you must apply your abilities.
and choose the landscape of Beck. Ah, scheiße. So, jetzt können wir das nächste probieren. Kann ich das verschieben? Das ist nämlich, das ist noch im Regen, glaube ich, oder? Kann es nicht anzünden. Bergen Sie eine Schwebewelt? Wo berge ich die denn? Wie willst du das haben? Achso, die habe ich dann schon, oder wie? Ja. Mich muss nicht fragen, ich bin der Noob hier. Ja, was, du hast es doch gleich vor 5 Minuten gespielt. Du hast mir noch nicht erzählt, dass du das nicht mehr weißt, was du vor 5 Minuten gerade gespielt hast. Ja, wenn ich das vor mir sehe, ist das natürlich leichter. Ist das jetzt, was musst du machen? Eine Schwebewelt bergen. Das ist, bist du da, in welcher Welt bist denn du schon? In der letzten Sumpfding? Ja. Dann musst du zum Portal hingehen und die Karten legen. Du hast Karten gekriegt. Die Schwebewelt ist die Karte. Ach so, also ich hab die schon gekriegt. Weil es heißt Berge. Ah, ja. So kann man Sachen verschieben. Wie geht das? Ich spiele gerade am Controller. Okay, aber irgendein Hinweis? Moment. Taste drückt halten oder so? Ich guck gerade Tastatur. Da war doch eine Taste. Ja, X. Und dann kannst du später kopieren, bewegen oder entfernen. Das heißt, du kannst mehrere Wände machen, du kopierst die und setzt die dann nochmal da dran, dann hast du erleichtert dir das Bauen. Au, aua! Du brennst! Kannst du unsere Hütte anzünden? Probier mal. Nur, dass wir es gleich wissen, bevor wir mal was Großes verbrennen. Warte. Nö, die Hütte brennt nicht. Schau ich auch so blöd aus wie du? Du hast so rot geleuchtet, wie wenn es irgendwie so Neon gewesen wärst. Ich glaube, da kann was passieren. Guck mal. Wow. Brandschaden. An den 5 Stück. Ja, also das dagegen schlagen, ne? Wenn ich wenn ich jetzt so dagegen schlage, dann mache ich ja auch Damage 31. Das ist normaler Schlagschaden, was du da machst. Hagelkörner kommen, Leute. Leute, es hagelt! Es ist so geil, das Spiel wirklich. Die Chatlog rechts unten. Sie brennen! Sie brennen nicht mehr. Sie brennen! Sie brennen nicht mehr. Ist das geil, ey. Das haben die geil gemacht, ey. Das ist ja richtig fett. Mit den Sachen kopieren und Zeugs. Korrekto! Wir brauchen hier jetzt ein Steinding, müssen wir bauen. Was ist der? Steinblock und Steine. Wo kriege ich einen Steinblock her? Weil Steine glaube ich auf. Ein Steinblock zerhacke ich raus wahrscheinlich irgendwo, ne? Genau. Also die Steine sind diese. Sag mal, ohne Scheiß, haben sich diese Lacken hier jetzt gebildet? Die was? Hier, wo ich stehe, sind Lacken am Boden. So Lacken, Wasserlacken, so Pfützen. Da haben sich die jetzigen Regen gebildet, das ist ja urcool. Ja. Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag für das Spiel. Auch wenn es nicht viel ist. Aber ich hätte gern die Items, die ich aufhebe, so wie es bei vielen Spielen ist, so ein bisschen mit Icon, so rechts am Rand oder links irgendwo. Weil da unten in dem Chatlog, das geht ein bisschen unter, finde ich. Aber wie gesagt, das nenne ich nicht mal Nörgeln, weil das fällt nicht mal unter Nörgeln. Das ist auf so hohem Niveau alles hier, dass jedes Nörgeln, glaube ich, schon eigentlich nur mehr I-Tupferl reiten ist. Ich bin so cool, wie er sich das Fleisch in die Goschen schiebt. Und ihr zwei fangt euch dann einen neuen Charakter an, wenn es dann selber weiterspielt, oder wie? Ja.
Tom? Warte mal, ich bin gerade am Kämpfen. Ah ja. Achso, fertig. Ich brenne schon wieder. Ich hätte das Lagerfeuer da nicht hinstellen sollen. Also, kommen da jetzt noch mehr Gegner oder wie viel kommen da noch? Aus dem Portal raus? Ja. Drei. Dann, dann geht's Portal auf. Das Portal ist offen. Ich kann da nicht reingehen. Reden wir mal mit dem Puck. Na, weißt du, was ich gern bauen würde? Nämlich eine Kiste. Ich bin übervoll. Ich hab's so viel gefahren. Ich hab's. LOL! Ich sag dir, das ist Server. Das Server bedingt. Ich glaube, die haben sich das einfallen lassen, weil das Server bedingt ist. Was? Der Lag? Ja, nein, dass da bei mir, keine Ahnung, 9, 12 Kreaturen rauskamen. Also immer 3. Lager! Warte, mir gibt's keine Kisten. Oh ja, hier, Lager. Ah. Gibt was so alle Gegenstände bewegen, gibt's dazu? Willkommen daheim. Kannst du mit der Kiste was machen? Ja. Jetzt auch? Nein. Doch. Warte mal. Und jetzt? Ja. Wozu hagel ich da unten? Dann behält der rechte Überlebende ja, nein an, wenn du immer was machen kannst damit. Und wie seid ihr jetzt aufeinander getroffen? Ich habe ihn eingeladen. Achso. Wo bist du? Die Dinger kannst du sogar benennen. Dann wie heißt du? Lagersystem. Tom. Warum wir sonst? Einladung geschickt. In Welt einladen. Machst du da noch die Bretter rein? Ich habe jetzt alles einfach reingehaut. Werden sie in die aktuelle Welt des Spieles verlegt. Moment. Deine Hartnäckigkeit widersteht den Böen des Schicksals und diesem Fey hier hast du dich gefällig erwiesen. Settled here. Wenn du dich hier niederlässt, wirst du bald den Wunsch nach weiteren Reisen hegen, einen endlosen Trieb, den die Menschheit so oft verfällt. Netzwerkfehler. Die Einladung hast du aber noch, gell? Fortsetzen. Keine Ahnung, schauen wir mal, wo ich rauskomme. Ich schmeiß halt dann den Shop-Menü zurück. Across this realm lie sites of power sealed by your kin long ago. Versworn by. Ich muss aber kurz das lesen, weil sonst ich weiß, dass was da steht, wenn ich mich drauf mal konzentriere. Warte mal kurz. Wenn du dich hier niederlässt, wirst du bald den Wunsch nach weiteren Reisen hegen. Der endlose Trieb, den die Menschheit so oft verfällt. Sollte dich dieser Lockung vereilen, wirst du offene Karten und die Macht mit ihnen zu spielen benötigen. Glücklicherweise ist beides nicht fern und hier ist nun das Wissen, das Robins Freundschaft dir beschert. Überall auf dieser Welt befinden sich Kraftorte. Vor langer Zeit von deinesgleichen versiegelt, von den Fae von noch längerer Zeit aufgegeben. Es gibt viele Orte und jeder von ihnen verschafft dir Zugang zu noch weiter entfernten Sphären. Der nächste ist jedoch die antiquarische. Passabel für jemanden mit deinem begrenzten Erfahrungsschatz. Danke. Passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They. More than most, nur the gravity of the. Du musst dir zuerst Zutritt verschaffen und ein Siegel überwinden, das von den letzten Kindern der Erde geschmiedet wurde, die Ehrfurcht vor unserem unendlichen Wissen vorgaben. Sie kannten das Gewicht des Vertrags besser als die meisten. Their gates bar access. Ihre Tore verschließen sich vor den Unwürdigen, doch ich kann dir seltsame, hoffnungsvolle Funken erkennen. Nurture it with its own fundament. Humanity, be it comfort, companionship, coffer, I know not. Das ist richtig, wenn er dumm beutelt.
Seltsame, hoffnungsvolles Funkeln, der kein Näheres mit dem uneigenen Fundament der Menschheit, sei es Trost, Gemeinschaft, Schätze, was weiß ich. Delve ever deeper toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshling. Scattered amongst the endless realm, you can encounter sights of power. The sights of power requires a minimum amount of hope. Das ist geil. In der Luft kannst du trotzdem noch immer ausweichen. Steinhaufen. Your tenacity. Spring mal und dann machen wir Rechtsklick. Ich? Ja, wenn du Ausdauer hast. Ich hab Ausdauer. Dann mach ich's. Der redet jetzt mit dir, der Typ, oder? Nee, da geht mich was an. How far you've come, and yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No. It seems more apt across these wilds. Your kind have proliferated. Essenzhändler sind in den meisten Welten zu finden und bieten Entwürfe, Ressourcen und Verbrauchsgegenstände im Tausch gegen Essenzen. Wie kann man, was kann ich beim Essenzhändler kaufen? Weltenwandler können Entwürfe von Essenzhändlern erwerben, um die Repertoires an selbstherrschenden Bauten und Ausrüstungsgegenständen zu vergrößern. Benutzen Sie das Handbuch, um die verfügbaren Essenzhändler zu betrachten. Weltenhändler können das Handbuch benutzen, um Gegenstände zu betrachten, die bei verschiedenen Essenzhändlern in Welten verfügbar sind. Essenzhändler werden, falls verfügbar, auch auf der Karte markiert. Alter, weißt du, ein bisschen viel mit zum Lesen gibt dir das Ding schon am Anfang. Aber andererseits, wenn man wieder nichts weiß, bin ich auch nicht zufrieden. Also passt schon so. Essenzhändler, Gegenstände kaufen. Wählen Sie einen Gegenstand zum Kauf aus und drücken Sie abschließend Kaufen-Taste. Wenn Sie der vorherige Essenz besitzen, wird in Ihrem Inventar entnommen und gekauften Gegenstand im Besitz, okay, in meinem Besitz. Okay. In dieser wilden Verbreitung ist Sippe voller Hass, eifrig und durchaus gewillt und strittig. Es darf das Herz machen, Stille und Hunger nach dem Essenz. Ja, sind die Händler. Ja, komm, verzieh dich. So, ist er jetzt mal weg? Können wir jetzt mal kurz wieder Essentielles reden? Ist der Tom jetzt irgendwo hier? Nee, gell? Ja, doch. Na, in der Welt bei uns hier. Nein. Ich hab den nochmal eingeladen. Ja, das kam gerade sehr umfassend, aber ja. Ich bin überladen, massiv. Ich hab dich nochmal eingeladen. Ja, annehmen. Warten auf Server. Ja, das ist immer bei mir ein paar Sekunden standen, dann war Ruhe. Alles ist bereit. Yay, Reise fortsetzen. Ach, Tom ist so überladen und so dick mit dem Charakter, damit sogar der Server kurz gelaggt hat, wie er beitreten ist. Ja, aber der hat gesagt, das kann also ist umpassend, ich kann nicht springen. So, jetzt mal nur mal zum Abgleich. Ihr habt jetzt andere Quests als ich, gell? Hat ja jeder seine eigenen, ne? Mhm. Was hast du? Zum Beispiel Steinhaufen bauen. Ja. Schalten Sie den antiquarischen Kraftort frei. Ausrüstungswert 6 von 20. Also da muss ich leveln anscheinend. Wieso? Wieso kann ich das nicht auf den Boden hauen? Was ist da los? Was ist da los? Du kannst das in die Kiste legen, wenn du schwer bist. Da ist eine Kiste. Da haben wir alles rein. Ich will einfach nur mal das Bausystem abchecken und einen Boden bauen. Ah, da, Fundament. Da war auf dem Steinblöcke. Pass auf. Jetzt nochmal vorweg. Moment mal kurz. So, YouTube, Part läuft weiter. Wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert. Es ist ein bisschen strange und undurchsichtig mit den Server-Beitritt-Dinger da. Wie wir alle ausgelockt sind, hat der Tom nach wie vor, obwohl er keinen Stein hier aufbaut und nichts, seinen eigenen Stein sogar schon gesetzt hat in seiner Welt, konnte er kurzzeitig wieder auf die Welt hierher. Aber nur wenn ich hier war, konnte er immer wieder her, nachdem er jetzt nach Hause portet ist. Kann er natürlich hier nicht mehr herporten. Jetzt müsste ich ihn wieder einladen dazu. Also jemand, der in der Welt hier mal eingeladen wurde,
der kann, wenn er nicht wegportet, so lang bleiben, wie er will anscheinend irgendwie. Weil der Tom konnte... Ah, oh ja, Tom, du hast einloggen können. Das war der Serverfehler. Der konnte auch einloggen, wie wir nicht da waren, solange er auf der Welt ausgeloggt hat. Wenn er jetzt aber nach Hause portet, kann er nicht hierher, weil er ja keinen Portpunkt hat. Ne? Es gibt ja nur den Stein als Portpunkt. Gut, jetzt haben wir das mal durchgetestet, wie das ungefähr funktioniert. Jetzt bauen wir mal weiter. Ich mache noch ein Lager. Wenn er wieder herkommt, der Tom, will der Tom, muss er sagen. Ich habe jetzt einmal... sind wir mal hier. Und er baut sicher mal ein bisschen rum. Wir brauchen Pflanzenfasern. Also ich habe so viel innerhalb von den letzten 5 Minuten getestet. Du kannst durch einen Baum sterben, du kannst durch einen Baum nicht sterben. Du kannst, also fast sterben, aber du kannst es auch überleben. So wollte ich sagen. Ja, ich weiß, dass man, wenn man lang nichts isst, ungefähr auf 2 Leben droppt. Habe ich getestet. Und jetzt wollte ich gerade die... Ich check's nicht. Wir müssen dann auch schauen, der Void müsste ja auch irgendwann einmal spawnen. Aber der Void ist, glaube ich, arbeiten. Sonst hätten wir von dem schon was gehört heute. Ich glaube auch, der hat gestern gescreent. Ja, gestern war ich off-Video unterwegs, weil ich muss das ab und zu mal auch off-Video machen alles. Ich kann nicht immer. Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass du kommst, aber bist nicht. Nein, hat mit dem nichts am Hut. Ich habe letztes Mal gestreamt und dann habe ich den Stream abbrochen, wie 7-8 Leute da waren. Dann bin ich fortgegangen nämlich, oder raufgegangen, ich weiß nicht mehr, was war, weg. Und dann bin ich wiederkommen, dann war eh nur mehr wenig da, weil es spät war. Und ich habe gestern mir gesagt, zum Terror, weil ich gesehen habe, der war da, ich spare mir das jetzt gleich. Weil ich weiß, ich muss nachher weg. Jetzt habe ich mit Terror A einen Part gemacht, weil wir das fertig kriegen wollten. Dann war ich weg. Wie lange war ich weg, Terror? 2 Stunden? Ungefähr? Sowas war ich 2 Stunden auf jeden Fall weg. Und dann bin ich um 11 wieder gekommen. Und um 11 habe ich dann den letzten Part mit ihm gemacht für das Ding, weil wir gesagt haben, probieren wir es noch. Ich wollte schon schlafen gehen und habe gesagt, nee, probieren wir es. Und deswegen meine ich ja, wenn ich gestreamt hätte, dann wäre ich wieder offline gegangen, 2 Stunden Pause und dann wäre ich um 11 am Abend wiederkommen. Ich wollte den Stream nicht so zerhacken wie beim letzten Mal und weil ich gewusst habe, ich gehe nochmal weg, habe ich einfach das offline gespielt. Das war der einzige Grund, sonst habe ich da kein Problem, bin ich immer online. Aber wenn ich weiß, ich gehe wieder weg in der Stunde, dann werde ich mir das in Zukunft ab und zu sparen. Weil das einfach, da kommen die Leute, wollen was anschauen und dann drehe ich wieder ab oder so. Das ist auch blöd. Da mache ich mir nämlich nur einen schlechten Ruf damit, glaube ich. Das war der einzige Grund. Heute wusste ich ja, dass ich Zeit habe. Ich habe sogar Schwiegermami gefragt, ob sich das eh ausgeht mit der Kleinen und allem. Schau mal, wie er gemütet. Doof. Okay, was ist, warte mal, was ist eigentlich das nächste? Ausrüstungswertung. 6 von 20. Kaufen Sie die einfache Nähbank beim Sessel. Das ist, was ich gesagt habe, du musst jetzt hochleveln. Und ich level jetzt über die Ausrüstung eigentlich, ne? Ja, genau. Schaust jetzt, dass du immer bessere Resis kriegst und dadurch deinen Ausrüstungswert hochhaust. Na passt, ich tue jetzt gerade mal hier ein paar Tierchen schlachten. So, und jetzt geht's einmal darum, geht zu dem Händler, ist ja die Quest jetzt so. Besetzung im Gange, was ist denn das da direkt neben uns? Da kommt wer gerannt. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Das ist ein Reh. Oh ja, wir kriegen Besuch. Aber das fühlt sich echt geil an. Also die Axt, sei sie noch so grindig, die erste kleine Axt hier, die hat einen wuchtigen Bums, das dich anscheißt. Helf mir mal bitte. Ich habe gesehen, dass vorher fast keine Life gehabt. Ich muss ja erstmal zurechtkommen. Danke. Aber ich habe noch Kampfmusik, gell? Gehen wir mal ein Stück da aus dem Wald. Oder? Kommt da nichts mehr? Nee. Nee, ist schon vorbei. Okay. Das ist cool mit deinen Angriffen. Was? Achso, ja. Ja, ist geil, ja. Solange es so easy bleiben am Anfang. Also, einfache Nähbank freischalten. Jetzt brauchen wir theoretisch so einen Händler, ne? Und auf der Map ist der Händler... Links unten. Nö. Oh ja, Essenzhändler. Ganz links unten. Das heißt, wir müssen die... Eigentlich müssen wir über die Karte rennen.
Machen wir mal kurz jeder sich ein bisschen Essen und dann... Essen, Werkzeuge reparieren und dann ab geht's. Oder was sagst du? Moment mal kurz. Ich warte. Weil ich habe ein bisschen Essen mit, trinken gibt's eh nicht. Schlafen müsste man nochmal gehen kurz. Gehst du mal kurz schlafen, weil ich glaube, es geht jetzt nicht mehr, wo du auch hier bist. Jetzt liege ich da mit schwarzem Screen, warte auf andere Spieler und kann es nur abbrechen. Ja, der poppt ja da, hab ich gerade zu. Ja, dann lese das gemütlich. Ich breche ab mal. Ich glaube nämlich, ich wollte mich eigentlich nur ausruhen. Ah, warte mal. Wenn man E gedrückt hält, kann man kurze Ruhezeit machen. Dann geht gleich und lange Ruhezeit skippt die Nacht, aber da müssen alle Spieler schlafen gehen. Hm. Weißt du, F4 nimmt zwar das Wii weg, aber dein Name bleibt mitten da stehen. Lol, es dauert 100 Millionen Jahre, ach so. Ui, Kraftwort, da ist irgendwas noch nicht richtig übersetzt. Ja, ich hab mir jetzt. So, schlafen. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich muss da jetzt warten, bis das. Ich habe gerade gemischte Pflanzen hergestellt. 1 von 8, ich bereue es. Hey, Tasteful! Ich hab's noch nicht gemacht, warum? Ja, ich komme nicht mehr von dem Lagerfeuer weg. Gar nicht. Was hast du hergestellt? Gemischte Pflanzen? Hm. Das ist sowieso falsch übersetzt. Automatisch, einfach automatisch füllen. Also ich kann da schon weggehen. Wie? Mit Escape, arbeitet ihr von alleine weiter. Ah, jetzt habe ich mich auch noch anzünden. Herzlichen Glückwunsch, das geht auch in dem Spiel. Ja, das haben wir vorher schon festgestellt. So, gehen wir? Ja. Ich überlege mir gerade, wie ich das... Ob ich noch Essen braten kann. Ups. Hey, Tasteful, danke! Ach, weil ich erschöpft bin, kann ich jetzt nichts abbauen. Okay, alles klar. Und wo ist ein scheiß fucking Schlafsack? In dem Craft-Inventar. Ah, verfluchte Kacke, ich komme damit noch nicht klar. Ah, diese Richtung wäre das. Ich schau grad, ich komme gerade mit den Kartenmarkern nicht klar, warte mal. Ah, da Verbesserung. Chitinfeld, Chitinknochen, Filz, Leder, Riemen. Oh, lol. Aber wo ist der Schlafsack? Der ist da bei mir nicht. Irgendwas, ich bin jetzt gerade überfordert. Wieso habe ich da oben in 4 Meter steht so, achso, das sind die Portsteine da. Ja. Deiner und das andere da bist du und das Haus ist das Ding. Warum sehe ich da oben jetzt meine Marker nicht, meinen anderen? Diesen Sternenmarker, also glaube ich nur für, achso, der ist für ein interessanter Ort. Das sind nur Kartenstempel. Nein, es sind nur Kartenstempel. Die sieht man doch nicht. Ich bin angelogen. So. Ich wäre soweit. Geh mal runter. Moment. Mein Essen ist jetzt auch gleich fertig. Ja, warte, ich muss auch noch essen. Das wäre eine Idee. Erstmal reinkommen in das Spiel. Ja, das ist. Hoppala, sorry. Ich hab da, das passiert war aber bei Dingen ständig passiert. Wo war das bei. Ich glaube, Icarus habe ich ständig die Feuer ausgemacht. Mit E. Das ist scheiße, aber der craftet wenigstens. Das ist aber auch eine Krankheit, die jeder gehabt hat. Ja, aber ich glaube, der craftet wenigstens weiter, wenn man es wieder anstartet dann. So.
Das freut mich, Tasteful. Das freut mich wirklich, weil, weißt du, wenn man sowas hört, das weiß man immer, ja, man macht ja nicht alles falsch. Ja! Aber wie kriegt man jetzt diesen Regenschirm? Den kriegen wir wahrscheinlich bald. Der dürfte ziemlich essentiell für die Fortbewegung sein. Und das, ich schätze auch mal, dass die Nähbank was mit dem Regenschirm zu tun hat, gell? Industrious and more than willing to avail your ever growing. Tom, wir hören deinen NPC reden, Tom. Ja. Da weißt du mal, was mein Mikrofon ausmacht. Wie es unterscheiden, differenzieren kann von mir und dem NPC. Ja, ja, der hat sich fast angehört wie du. Ich hab's auch fast nicht, dass er einen Namen kennt. So, ich hab Essen. Düsmer? Ich mag ja vor Erkunden gehen. Also, ich bin gerade lost. Ich kann auf meinen Kopf das, also nicht das ausweichen. Ich hab das doch eben auch gemacht. Das ist echt witzig. Du kannst dir in der Blaupause dir da die übelste Bude hinzimmern und dann musst du dir halt, keine Ahnung, 1000 Millionen Dresis abbauen und immer wieder zu deiner Bude hinrennen und der baut sich das selber auf. Ja, du musst halt die Mats bringen dafür, ne? Ja. 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 Aber du. Okay. Ich hab grad eine Fackel geschmissen. Aber du musst nicht Stück für Stück bauen, sondern wie gesagt, du baust dir da deine ganze Putze hin und dann bringst halt die Resis immer Stück für Stück ran. Was ist denn das da auf der Karte? Besiegen sie die Feindkreaturen, um Belohnung zu erhalten. Das heißt, sind irgendwo feindselige Kreaturen angeblich. Ja, hier. Komm, bist du irgendwo in der Nähe? Moment, ich suche dich gerade. Der Anglerkorb ist quasi meine Truhe, oder? Möglich. Ja, der kleine Korb, ja. Du bist blau. Okay. Ah! Oh Gott, na! Das, ja. Ich hasse das, wenn ich wo oben stehe und da so eine Stiege rauf ist. Die kommen so ums Eck geschossen, die Viecher. Ich schau mal gerade irgendwas an und da kommt so ein Arsch daher. Herrlich. Und dadurch, dass ich das ja nicht über den Stream höre, sondern ein paar Sekunden quasi vorher, kann ich dann im Stream deine Reaktion darauf verfolgen. Mhm. Dass du weißt, was hinschauen musste. Ja, genau. Wo ist jetzt dieser... Puck, ihr Freund und Helfer der Welten. Wo ist denn der Typ wieder hier? Wo ist dieser Depper, der Angler-Korb? Dann hast du den Puck hier wo gesehen? Na, bei mir ist der unten. Ja, der soll ja, glaube ich, auch unten sein. Schaust du mal, da ist eine Kiste. Kannst du die auch looten oder kann das jetzt nur ich? Moment mal. Und unter die Stiegen da. Ey, ich verstehe das jetzt nicht. Achso, jetzt ist der Puck nicht mehr auf der Karte. Na, in der Truhe ist nichts. Da habe ich das rausgenommen, da waren Ressourcen drin. Ich habe meine Bei mir geht Escape aus der Truhe rauskommen und so nicht. Okay. So allgemein. Gehen wir mal eine Runde. Ja. Ich hab mal das markiert, den Händler auf der Map mit so einem Zeichen. Wir müssten darauf. Was brennt eigentlich die komische Fackel? Das ist irritierend. Die kann ich nur wegstecken. Gell? Ja, ja, du einfach in den leeren Slot. Na, oh. ja, leerer Slot oder. Wo ist denn das Schwein? Ja. Au! Wo ist noch eins? Da. Hey! Ein bisschen träge finde ich das Waffenwechseln.
Da muss ich schon immer sehr, sehr zart radeln, dass ich nicht gleich irgendwo drüber radel oder dass ich nicht irgendwo zu früh aufhöre. Boah, Alter, gib dir die Optik da. Warte, da mache ich jetzt ein Foto. Da muss ein Foto ran. Du kannst, wenn du die Aufhebtaste gedrückt hältst, alles auf einmal aufsammeln. Habe ich gerade rausgefunden. Sau cool. Warte mal. Dass das ein Umkreis ist. Das muss ein Foto werden jetzt. Hä, wieso musste ich das herstellen, wenn ich das jetzt so nicht nutzen kann? Wieso habe ich jetzt keinen leeren Slot mehr? Warte, ich muss da was essen. Und du gehst jetzt einfach zum Händler, ohne dass du weißt, wie viel das Ding kostet und wie viel du brauchst. Ja klar. Wie soll ich es rausfinden, wenn da oben steht, ich soll die Nähbank machen und der gesagt hat, ich soll hingehen? Drück mal F5. Hey, das Düt hat. Hallo Bob, das war aber der Bob und nicht der andere, ja, deswegen tütet es nicht. Servus. Hey. Drück mal F5. Spiel. Bitte? F5. Wir wissen das Spiel. Sau cool. Cool. Kaufempfehlung, auf jeden Fall. Ja. Wirklich, also eins von allen Spielen bis jetzt kann man da am schnellsten sagen, es ist geil. Also Palworld wusste man auch gleich, aber je länger man Palworld gespielt hat, desto geiler war es. Aber das ist am Anfang schon geil. Das ist jetzt schon geil, allein die Grafik ist geil. Die Grafik ist schon der Hammer. Und da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, die Grafik sieht nicht schön aus. Tja. Da frage ich mich, was für Spiele spielen die denn, dass die Grafik noch besser ist? Ja, gibt ja gleich ein neues Ego-Shooter, was wirklich. Die spielen dann Quadruple A-Titel wie Skull and Bones. Ja. Mhm. Also, ich kann das eh nicht nachvollziehen, wenn die Leute immer diese übelst heftige Grafik haben wollen. Dann sollen sie doch raus ins Real Life gehen, dann haben sie die beste Grafik. Ah, die Real Life-Grafik ist bei mir am Wochenende manchmal verpixelt. Da sehe ich nichts mehr. Ich werde krank hier. Was ist denn das Rote? Welle, ich habe eine Welle. Was heißt das? Wenn du Tab drückst und dann kannst du mit der Maus drauf fahren, du bist nass. Ah. Ich habe habe ich nämlich bei manchen Spielen, das vermisse ich immer bei Spielen, wenn ich auf sowas nicht drauf fahren kann und mir den Tooltip anschaue, dann muss ich mir ewig suchen. Das ist, glaube ich, bei Soul Mask auch nicht wirklich gegangen. Da hast du nur so ungefähr schauen können. Aber das, ich debuff mich gern mal, Daki. Das ist okay. Leck mich am Arsch, schaut das geil aus alles. Das Wetter tut gerade bei mir Uhr. Bei mir ist hier keine 2 Meter weit. Also ich muss da ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, glaube ich, haben wir so eben, spielen wir gerade eben das Game of the Year. Ich sag super gefühlt jedem, das hast du bei Palworld auch gesagt. Palworld bin immer auch, würde ich auch sagen, kann mit dem hier mithalten. Weil es ganz anderer Stil ist. Aber Enshrouded ist schon raus aus dir, Game of the Year Dinger. Ja, Enshrouded ist bei mir auch schon rausgekommen. Palworld, sage ich dir ehrlich, das hier hat, das ist ganz andere Kategorie. Nehmen wir zwei Kategorien einfach, weil Palworld ist einfach mit den Tieren ganz was anderes, aber das hier ist. Mit diesen Portalen einfach so unendlich viel flexibler, dass du einfach, da kannst du einfach alles tausend Sachen machen. Na, aber jetzt habe ich mit meinem Bruder heute geredet. Ich habe gesagt, Palworld und alles, die sind gut, die Spiele. Die sind auch Anwärter. Aber ich glaube, wenn das jetzt so, wenn das jetzt am Schluss im High-End-Game, bei alle Spiele knackt es dann am End-Game, damit irgendwo mal. Am Endgame, du dastehst und nichts mehr zu tun hast. Oh, nochmal scheiß Dach fertig, du Hund! Dann hast du irgendwann nichts mehr zu tun, ne? Im Endgame. Aber wenn hier wirklich ein Social Hub ist, wo ich random andere Spieler sehe und dann in Dungeons gehen kann, da habe ich ja da auch noch. Das ist, also, ich glaube, dann. Ich wüsste jetzt zumindest kein Spiel, was jetzt angeplant ist, als Release, was jetzt das Spiel schlagen könnte. Age of Waters wird sehr cool werden, glaube ich, aber das ist auch ein ganz anderes Genre wieder. Ich bin auf Light of Fire gespannt. Auch, das wäre auch gut, aber ich glaube nicht, dass das da mithalten kann. Aber ich glaube auch nicht, dass das schlecht. Das wird sicher gut, aber ich glaube auch nicht, dass das heuer erscheint. Wenn ich mir anschaue, wie oft sie nochmal Sky verschoben haben,
Naja, das wird lange dauern. Da warte ich mal. Ja, einfach das Lagerfeuer ausgeht, wenn es regnet. Das ist cool, ja. Außer du stellst es unter dieses komische Ding. Und das Zelt. Ja, das ist. Ne, ich lade sie gerade unter. Kraft habe ich sicher. Das lade ich gerade. Das ist cool, ja. Du vergisst hier die ganze Zeit die Essenzen einzusammeln. Ich? Ja. Wo liegen Essenzen? Ja, hier, die einfach Sachen, die du auflesen, man kann da eine Kugel bleiben, das Essenz. Ja, aber ich habe nur Bäume, nur Sträucher abgehen. Ja, ja. Aber guck mal, du lässt dir da was liegen. Ja, aus die Sträucher kann Essenz kommen? Ja, du das kannst aus allen Essenzen rausbekommen. Ja gut, das wusste ich nicht. Ich bin ja nämlich einfach nur mit dauerhämmernden einfach durchgerannt, ne? Ja, musst du achten, ich habe hier schon 2-3 Kugeln hier nämlich schon gesehen. Ja, aber wenn du die verwertest, dann kommen ja auch Essenzen bei rum. Wir haben einen Boss hier. Komm mal her zu mir. Ja, der hilft mir beim Abholzen. Den läuft einfach nur hinterher und sammelt das Holz auf. Ja. Ja, und dann sind wir zu schwer. Wir wollen ja zum Händler. 300 Meter Händler noch. Gehen wir da schnell hin. Da ist was. Nein, nein. Kannst du das auch aufheben? Ja, das ist nur was zum Lesen. Ja, okay. Na, nur, dass das jeder kann. Weil die Kiste zum Beispiel konnte nicht jeder, aber die Quest-Sachen mussten ja einfach jeden gehen eigentlich. Mich fuchst das gerade, dass ich auf einmal vergessen habe, wie ich hier ausweichen kann. Dich fuchst was und das sind Wölfe. Wo bist du? Ich hab da 3 Wölfe. Ja. Oh. Angriff! Geronimo! Jetzt auf die Birnhaare. Wir wollen die nun alle zu dir, wir wollen die nicht. Weil ich süßer bin wahrscheinlich. Warum habe ich noch immer Kampfmusik? Ja, super, Alter. Ja, wenn du eh gedrückt hältst, sammelst du alles direkt auf. Aber ich nehme dir das dann auch weg, oder? Ja, alles was da im Umkreis liegt, nimmst du weg. Das meine ich ja, es gibt keinen Shared Loot oder so wie in anderen Spielen, ne? Nein. Ja, es ist einfach blöd, ehrlich gesagt. Aber ja, okay, es geht ja. Wir kochen ja eh miteinander in der Base rum, dann also ist es, glaube ich, eh wurscht. Da ist noch ein Wolfiger. Also regnet bei mir die ganze Zeit. Bitte? Es regnet bei mir die ganze Zeit. Ja. Alter. Und Steine kannst du auch nicht alle abpacken, das finde ich auch deppert. So, jetzt. Auch viel mehr Steine als was das Spiel mir jetzt gibt. Ich schaue mir hier gerade alles an. Da gibt es im Wald alleine schon urviel zu. Der Wald schaut sowas von cool aus, wirklich. Kannst du ja. Nicht sagen. Du gehst da durch, das ist so da, schaut das Sonnenlicht, die kleinen feinen Blätter, was da fallen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Atmosphäre pur hier. Ja, Unreal Engine. Zeigt gerade, was es kann. Unreal Engine kann noch viel mehr, aber das ist schon mal in einem reellen Produkt. Unreal Engine hast du schon fotorealistische Demos gesehen, aber das waren immer nur Demos von einem Bahnhof oder von sonst was, aber wirklich in einem Spiel gute, ja, so gute Demos. Grafik mit der Performance. Also ich habe da kein Frame Drop. Ich wollte gerade sagen, bei Ark hast du ja auch die Grafik gehabt, aber dafür 2 FPS oder 3. Ja, und außerdem ist ab und zu. Außerdem ist auch abgestürzt ja des Öfteren, dass es einfach mal crashed ist. Nightingale sieht besser aus als Ark. Ja, und ich finde auch, ich glaube auch, dass Nightingale stabiler ist. Kommst du mal her, da ist eine Kiste, nimm du die mal nicht, dass ich alle Kisten nehme. Wildcard kriegt eh nichts geschissen, ey. Na, Atlas. Ich werde ihnen nicht verzeihen, dass sie Atlas verhunzt haben. Atlas hätte so gut werden können. Ja, das Lustige ist, Atlas sollte ja eigentlich zur Akten und DLC eigentlich sein. Und nicht ein eigenes Atlas. Spiel. Was? Auch so ein Piratenspiel. Ein also gutes eigentlich, schon cooles. So wie Sea of Thieves, nur ein bisschen erweitert. Aber ein so cooles mit Bauen und Unterwasser und Bosskämpfen gegen Schiffsbosskämpfen gegen Kraken etc. Und die Schiffe baust du aber wie die Base hier aus eigenen kleinen Platten zusammen, also wirklich selber baut. Mit Vorlagen natürlich und Rumpfteilen, aber da bist du dann wirklich mit 10 Leuten auf ein Schiff gefahren und die einen schießen, die anderen ruhen und das war schon geil. Da habe ich lange verbracht, Monate habe ich in dem Spiel verbracht. Und dann haben sie es komplett abstürzen lassen, komplett schlecht werden.
Wie gesagt, eigentlich sollte es ja zur Ark gehören. Das sollte gar kein eigenständiges Ding sein. Das haben sie dann später irgendwie entschieden, dass das dann doch eigenständig sein soll. Ja, egal was sie entschieden haben, sie haben es leider platt gemacht, das Spiel. Ich muss schauen, ich muss irgendwas wegwerfen. Ich bin schwer. Kann man da irgendwie einen Rucksack? Was nach ja, ABC? Kann man einen Rucksack craften, aber. Nein. Kann ich irgendwie das nach Gewicht sortieren, wollte ich sagen. Achso, ja. Nach Gewicht? Ja. Wie? Deswegen ist der Spielcontroller. Der dämliche Knopf da unten, der schaltet nur um immer. Ich habe mir gedacht, da gibt es so zwei Sachen. Gewicht zunehmend. Ja, ich habe viel Stöckchen mit. Brauchen wir die alle? Na, wir kriegen wir eh im Wald immer, oder? Ja. Extrahieren. Los! Und wo ist das jetzt? Wie was? ABC. Achso, hier. Was habe ich da jetzt extrahiert? Achso, das ist bei den Essenzen dann da hinten. Ja, denkt immer, da ist nichts dazukommen. Ha, kann mich wieder bewegen. Auch alles repariert bei mir. Ich krieg die Krise da unten. Dieser Tempel sieht geil aus. Alter, wenn die Grafik so weitergeht, ich glaube, mir geht dann auch wirklich. Ich warte hier auf dem Reel, wo man dieses schwarze Loch sehen kann, da oben am Himmel. Furchtbar. Bist du? Ja, ich bin auch sehr beeindruckt gerade. Das Wasser da hinten, hinter dem Tempel. Ich schaue gerade nur hinter dem Tempel da. Das Wasser, was da hinten so zur Bucht zu beschlägt, die Wellen, das ist schon einfach. Das Einzige, was da noch sein müsste, ist, dass das auch schäumt, das Wasser da. Ich meine, beim Wasser haben sie sich nicht so sehr aber mit rumbekleckert, das schaut von der Weite gut aus. Aber wenn du reingehst ins Wasser, machst du keine Plätscherer mit den Füßen. Das hat Once Human mit der Unreal Engine schon. Wenn du bei Once Human ins Wasser gehst, siehst du hinter dir das Plätschern und auch diese Schaumspuren nach. Die fehlen hier. Ah, merke, Schweine sind Rudeltiere. Und es sind Schweine. Ihr Schweine. Aha. Wow, wie cool. Das sieht ja cool aus. Habt ihr schon Erz gesehen? Ja. Ja, aber nicht abbauen können. Meinst du Quarz oder? Ich weiß nicht. Eine 10er-Picke fehlt mir da. Ja, das sind so weißlich sieht das aus. Nein, oder? Das ist statt das rot. Zweites Erz war rot, das dürfte Kupfer sein. Ja, genau, rot bei mir auch. Schau, eine Questgeberin haben wir auch. Das ist ein Survival mit Quests. Ich. Na, hier hast du Quarz, nämlich hier. Ich will nicht willst du mit Gilbert reden? Ich mag mit niemandem reden, der Gilbert heißt. Helf dir mal hier, die Sachen aufzubauen. Ah, warte mal, ist der Nierte? Muss man dem helfen, oder was? Ja, dann öffnet sich hier die Kiste. Ah, ja, fehlen aber noch Holzstöcke. Warte, die muss ich Holzstöcke holen, geschwind. Das war ja noch, das habe ich noch gesehen. Und den Tempel. Von der Vorab-Version. Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Spiel wird, mit dem ich mich lang beschäftige. Immer wieder dazwischen, auch wenn neu erscheinen, weil wenn sie das Endgame hinkriegen, ja? Dass sie wirklich, da waren nur Essenzen drin, aber wenn sie das hinkriegen, dass das Endgame random Dungeons generiert, die spannend sind mit Loot oder mit, von mir aus auch nur mit Deko-Sachen. Sie könnten ja einfach mal irrsinnig schöne Deko-Sachen alle zwei Wochen am Bad ein, zwei Tische oder so hinzufügen oder Wanddeko und die dann als bei Bossen hingehen, damit sie nicht overpowered werden, die Leute zu stark, wenn es mal vollgeiert sind und die bei den Bossen hin, damit man halt die Hütte schön bauen kann. Da stehen sich sie alle voll auf schön bauen. Da könnten so lange Leute beschäftigen damit. Das wär's, das, aber ich glaube, die haben es drauf. Alleine wenn ich mir die Dev-Videos anschaue, wie die geredet haben, die zwei Mädels, was da immer die Dev-Videos machen, ich glaube schon, dass die was drauf haben. Dass die das ernst nehmen halbwegs. Ah, Besuch, Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben und Ihr Anblick ist ein äußerst wohltuend, aber wer sind Sie? Ich bin auf der Flucht vor der Katastrophe, diese Welten sind mir zu neu und ich versuche zu überleben. Rekrutierbar, lol. Ja.
Die kann für dich kämpfen, für dich sammeln, für dich das ausbauen. Das ist, wenn da für ein, ist aber eher für einen Singleplayer gedacht. Ich habe gesehen, Singleplayer kann man die auch im Multiplayer rekrutieren? Ich glaube, ja. Weil ich habe mal gehört, wenn man Single spielt, kann man, haben sie im Trailer gesagt, wenn du Single bist, bist du nicht allein, dann kannst du mit einem rekrutieren und Ding. Ich habe gar nicht gewusst, ob das im Multiplayer geht. Und ob die zu der Maximalzahl an Leute zählen. Wir könnten hier ja nur zu 6 spielen. Zählen die Typen dann, wenn ich es rekrutiere? Das weiß ich nicht. Ah, das wurscht, werden wir jetzt hier nicht gleich rausfinden. Also, wenn Sie materiellen Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können Sie meine Gefährten sicherlich weiterhelfen, Neukunden. Da gibt es aber viele, aber die Antworten mit dem weißen Strich daneben sind wahrscheinlich die, die was nicht nur reden, sondern die Quest weiterbringen, ne? Mhm. Ah, Sie hätten gerne eine aktuellere Episode, da habe ich doch bestimmt etwas für Sie. Natürlich kann ein vernünftiger Weltenwanderer wie Sie bestimmt verstehen, dass ich meine Leistungen in solch turbulenten Zeiten nicht einfach umsonst anbieten kann. Ich würde im Gegensatz bloß einen Blick auf die Echos in ihrem Hermetiker-Handbuch werfen. Die Gelegenheit, direkt in die Gedankenwelt eines anderen zu blicken, möchte ich unbedingt. Hm. Schöne Grüße von meiner Tante und meinem Papa. Mhm. Meine Tante, die Schwester von meinem Papa, hat gesagt, und mir geht's. Ja, und mehr kommt jetzt nicht mehr bei der, oder wie? Allerdings hatte ich, mein geschätzter Kollege, es ist jetzt auf Suche nach Arbeit. Von einer ruhigen Sorte, aber ein fähiger Kämpfer, Baumeister, Handlanger. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ihn allzu gerne begleiten würde, sobald seine Arbeit hier beendet ist. Achso, wie er einfach mein Haus damaged. Warte mal kurz, Weltenwandler können andere Überlebende bei der Suche nach Nightingale helfen. Überlebende, warte mal. Mal kurz mich hier einpacken, jetzt ein bisschen kühl hier unten. Wenn sie Aufgaben für sie erfüllen, können sie für ihre Gruppe rekrutieren. Rekrutierte Überlebende können ihnen beim Sammeln, Ernten von Ressourcen, beim Errichten von Bauten und beim Kampf gegen die Feinde behilflich sein. Weltenwandler können Überlebende mit besserer Ausrüstung ausstatten, damit sie in Gefahren der Welt besser meistern. Sie können Überlebenden die Erlaubnis erteilen, Behälter zu lagern und zu benutzen, indem sie Genehmigungen für die Behälter... Ach so, das war das mit den Überlebenden vorher bei den Behälter. Nicht nur das Reinschauen. Hast du das alles gelesen, was die da reden die ganze Zeit? Was fehlt mir denn da? Also ich will ja mal schauen, was kann ich denn hier? Weltenkarten, Liftbauten, was ein einfacher Streithammer. Dieser Hammer wurde ursprünglich als rohes Werkzeug zum Einschlagen von Pfosten genutzt, ist aber auch eine zerstörerische Nahkampfwaffe. Ich würde gerne wissen, was ich blöd finde, dass man jetzt sieht, was der Hammer für Stats hat, wenn ich ihn jetzt kaufe. Riemen. Angel, einfacher Schirm, hier. Ich brauche überall Riemen. Okay. Hast du dir Angel gekauft irgendwie oder so?
Ja, da ist die Anwesenkarte, musst du kaufen. Hast du das gelesen, Tom? Was? Die Anwesenkarte müsste man kaufen. Was ist die Anwesenkarte? Wo? Herstellungsrezept Anwesenkarte. Spielen Sie diese Karte, um direkt die Scherbenwelt eines bestimmten Spielers aufsuchen zu können. Ein Geschenk für andere Spieler. Mit seiner Hilfe könnt ihr diese Anwesen auch dann besuchen, wenn sie offline sind. Da kannst du dann die Kartenrezept kaufen, die Karte kannst du dann bauen und die kann man dann an den Spieler geben und der kann dann immerhin, auch wenn es nicht hier sein Heimatding ist. Anscheinend ein zweites Porting wird zu dem Spieler oder so. Dass einer weiterbauen kann beim anderen, obwohl der andere gar nicht da ist und seine eigene Base woanders ist. Und wo hast du den Händler jetzt gefunden? Eben auf der Karte links unten. Achso. Lol, ist der weit weg. Na, es geht, wenn's da, das schaut viel weit aus, ist aber nicht so arg. Wenn du da sprintest, bist du in das ist 3 Minuten dort? Das ist überhaupt nicht weit eigentlich. Hab mich auch gewundert, es geht nur schnell. Entdeckerkarte. Spielen Sie diese Karte, um schneller zu reisen und Ihre Widerstände gegen die meisten Schadensarten zu verbessern, während Ihr verursachter Schaden gleichzeitig reduziert wird. Die Karte wird von den namensgebenden Fraktionen geliebt und gewährt die Gabe des Abenteurers. Bereisen Sie nah und fern und kümmern sich damit nicht um triviale Dinge. Das hat keiner, was das jetzt sein soll. Adresskarte braucht Papier und Tinte. Nicht ablegen von der Scheißhand da unten. Ja, das habe ich mir vorher auch gedacht, ja. Kann ich die Schwammerl und das ganze Geschmack, muss ich das jetzt fressen oder was? Oder kochen, damit ich es fressen kann? Du kannst das in eine Kiste legen und einen leeren Slot lassen. Lass 0 einfach leer, dann kannst du theoretisch immer dorthin gehen. Wie legst du das in die Kiste? Gehst zur Kiste und ziehst das rüber. Nein. Nichts? Unten, von der Leiste raus. Ja. Kann man das nicht... Ja, ich habe ja gerade das Fleisch aus der Leiste in mein Inventar gezogen. Und wenn ich es da reinziehen kann, kann ich es ja auch vom Inventar dann irgendwie in die Kiste legen. Also ich kann bei mir gar nichts ziehen. Ich schon. Im Stream ist sie drin. Wenn sie jetzt schaust, müsst ihr kommen. Ja, ich hab's bei dir gesehen, aber bei mir geht's nicht. Primitives Holzdächer, Verbesserung, Sägetisch. Ist irgendwie gesperrt? Na Gott sei Dank bin ich nicht schon vorher einkaufen gegangen. Puh. Ah, jetzt geht's. Entschuldigung. Terra? Ja. Achso. Hast du, hast du irgendwas gekauft bei dem Typen hier? Nein, noch nicht. Ich wollte gerade Essenzen machen und damit den Hammer holen. Den Kriegshammer. Wie rekrutiert man eigentlich so einen Typen? Ich habe den einfach angequatscht und dann stand da, willst du ihn rekrutieren, ja oder nein? Jetzt läuft er mit uns mit und hilft uns. Ja, wie ich kann. Kannst du ihn mal freigeben? Ja. Ich müsste nämlich den für die Quest rekrutieren. Ich kann ihn jetzt nicht rekrutieren. So, jetzt kannst du. Ja, Quest abgeschlossen. Willst du wieder haben? Das kannst du haben. Das ja, ist ja dann eh bei uns. Ich will nur mal schauen, was der kann. Was macht der jetzt da? Der hilft uns bauen, der hilft uns beim Kämpfen. Ja, aber wie hilft er? Wie hilft er? Muss ich ihm das sagen oder kommt er einfach und tut was? Du musst ihn dann hier hin, ich glaube, du musst ihn zu einer bestimmten Stelle lotsen, den dann der Axt zum Beispiel geben, den vor einem Baum da setzen und dann sagen, hack mal da. Ich glaube, der macht das dann automatisch, also wenn er in der Nähe vom Baum ist, wenn er die Axt hat. Da kommt jetzt er jetzt angerannt. Jetzt habe ich einmal hingehauen, jetzt kommt er. Ja, aber der braucht ja die Axt, der hat die Spitzhacke in der Hand, oder? Ja, warte mal, hau mal einen Stein. Ah, ah jetzt haut der Stein. Ja, und was macht er mit die? In sein Inventar rein, oder wie? Hat der Inventar? Ja, ja. Der ist eh praktisch, der Haverer. Das ist geil, ne? Ja, das ist gut. Ich glaube, Moment, den Stein hat er jetzt aber liegen lassen. Wie ich es beim Wiki gesehen habe und selber jetzt an derselben Stelle des Todes erschrocken bin.
Das kann's nicht sein. Da, Alter. Oh, also das was waffenabhängig und wie man dann. Ich habe mich schon ganz weit gewundert, wieso kann ich nicht mehr ausweichen? So, was kann ich denn verticken? Ja. Extrahieren. Alle. Ich mal es. In your face, du Bitch. Halleluja. Herzinfarkt des Todes. Fail. Das ist das Karma, ich hasse Karma. Ich weiß was, ich habe eine Idee. Wo ist denn der Typ, kann ich den umbenennen? Ne, den Wesley? Das klappt nicht. Nö. Okay, also immer wenn ich jetzt Kelvin sage, dann meine ich ihn, okay? No. Oh, da kann man pennen. Das hängt alles nicht abbauen, schade. Oh, es wird Nacht. Oh mein Gott. Ich schau mal noch kurz darüber, weil das so cool ausschaut. Ich habe eh nichts zu verlieren. Das ist scheißegal. So cool. Rennen wir. Also ey, das Wasser müsste ja schäumen, wenn das hier ankommt. Dann wäre das richtig geil. Aber so sieht es auch cool aus. Es ist auf einmal ist es instant dunkel. Wahnsinn. Ah, jetzt, also, da ist der Holzsammler. Leute, YouTube wird jetzt mal YouTube beendet. Ich sammle hier noch ein bisschen was, dann geht der nächste Part gleich weiter. Ihr verpasst nichts, keine Sorge, aber jetzt mal Schluss hier. Ist schon eine Stunde, 12 Minuten. Ich vergesse voll schon wieder aufs Abdrehen, weil es so cool ist. Also, Abo, Like, Comment, meine Freunde, nichts vergessen. Bis dann, adios und ciao. Ciao.